Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Haus Flippers. So, ihr seht's hier im Bildschirm. Hi Flippers, super, dass ihr unser Spiel unterstützt. Wenn ihr unsere Meinung sagen wollt, dann besucht unser Steam-Gruppe. Ja, ist in Ordnung. Es gab ein Update. In der Version 26.10.2008. hier, 1.10.Z. Was? 1.10.26.10. Ja. Möchten wir euch Folgendes vorstellen. Apokalypse Flipper DLC. Halloween House. Check out. Was in der Check New House to buy. Maybe a little scary. You need to have activated Apokalypse Flipper DLC. So, ein DLC. Naja gut. Schön und gut habe ich jetzt nicht. Wird wahrscheinlich auch. Weiß ich nicht. Noch nicht nötig sein. Aber hier. Visual Tablet Upgrade, also ein neues Tablet. Ja. Neue Halloween Items, also quasi hier so Pumpkins und sowas und ein Skelett und ein Sarg und ein Fernseher, aus dem wahrscheinlich nichts kommt oder so, keine Ahnung. Ein paar Bugfixes. Ja. Lese ich jetzt nicht alles vor. So, also es, wie gesagt, es gab ein Update. Wir machen Spielwortsätzen. Die Wände sollen einfach weiß sein. Die Wände sollten einfach weiß sein. Ja, das ist oft so von den Besitzern so. Ja, ich hätte gern weiße Wände. Wäre schon schön. So, good work takes hard work. Was? Good work takes hard work. Okay, gut. Ja, wir haben ja hier diese Bude. Ich habe mir überlegt, sollen wir diese Bude irgendwann mal restaurieren? Weil renovieren kann man da, glaube ich, schon gar nicht mehr. Das ist, glaube ich, hier schon nur noch restaurieren. Der ist kaputt. Oder lassen wir das, weil das ist ja kein Haus. Also hier ist zwar eine Küche, ein Bett und ein Klo, aber das ist kein Haus. Da könnt ihr sagen, was ihr wollt, das ist hier ein Schuppen oder irgend sowas, aber kein Haus. Also wir werden uns ein feines Häusel kaufen. Wir haben 54. Wir könnten mal in den Browser reingucken. Also das hier, 26, verlassenes Haus. 28, verbranntes. Verbrannt. Verlassenes Haus. Verbranntes Haus. Campinghaus. Alles ziemlich kacke. So, okay. Browser lädt nach. Für 39. Haus mit ungebetenen Gästen. Das hört sich auch nicht so lecker an. Haus eines Genießers. Das hört sich schon besser an. 42.000. 43 gibt's das Haus nach einer Überschwemmung. Naja, gut. Das ist, glaube ich, auch nicht so der Hit. Browser lädt nicht nach unten. Warum? Okay, doch, jetzt. Jetzt lädt er nicht mehr nach oben. Was ist da los? Ja, dann wird's auch schon kräftig teurer. Ein Haus vieler Generationen. 54. 45. 52, das Haus der Admin-Legende. Das ist natürlich, hört sich gut an. Haus und Auto hört sich noch besser an. 54,5 können wir uns so noch nicht leisten. Aber ich würde sagen, ja, im Besitz das hier. Erstes Büro, das wird dann wahrscheinlich auch verkauft. 22.000, um Gottes Willen. Ja. Das ist ja nachher auch der Sinn des Spiels, quasi Häuser zu kaufen, die herzurichten und dann zu verkaufen. Aber im Moment, ja. Machen wir erstmal ein bisschen Kohle. Badezimmer und Werkstatt. Haus zur Renovierung, bitte um Entrümpelung des neu gekauften Hauses. Haus streichen, Auftrag zum Aufräumen meiner Garage. Kitschhaus, ich bitte um Hilfe, das Geld ist kein Problem. Bunker zum Wohnen. Aufräumen meiner Garage hört sich immer gut an. Max Tölpel. So, der ist nicht nur ein bisschen Tölpel, der ist maximal Tölpel, also Max Tölpel. Auftrag zum Aufräumen meiner Garage. Absender Max Tölpel. Hey, ich habe ein neues Auto gekauft, aber in der Garage ist so viel Müll, dass ich es dort nicht parken kann. Könntest du die Garage für mich aufräumen, so dass ich wieder Platz habe? Gruß Max. PS, wenn du mein Auto noch wäschst, werde ich dich extra zahlen. Okay, passt. Auto waschen habe ich jetzt auch noch nie gemacht. Alter, ich bevorzuge eine... zu schnell. So, hier wohnt also der Tölpel. Naja gut, ist nicht unser Ding. Igitt. Ach du Scheiße. Ach du heilige Scheiße.
wie sieht's denn hier aus? Oh mein Gott, und das Auto hat er frisch gekauft. Diesen fauligen, rostigen A3. Ach du Scheiße. Und hier sieht's aus wie Sau. Ich guck mal rein. Ach du, das geht hier noch weiter. Hä, das ist gar kein Haus, das ist alles Garage. Oh nein, wir haben hier auch. Also wir haben tatsächlich... Okay, wir haben mehrere Räume. Ich würde sagen, wir machen hier mal die Tür zu und fangen erstmal hier an, um Gottes Willen. Na gut, also. Oh cool, das räumt jetzt hier, um aufzuheben. Na, brauchen wir noch nicht. Das räumt jetzt hier ganze Dinger auf einmal weg, sehe ich. Große Müllansammlungen auf einmal. Klick. Ja, da kommt, zack, kommt alles in der Umgebung auch gleich mit weg. So, das hier ist offensichtlich alles kein Müll. Okay, gut. So, Müll ist weg. So, dann wollen wir mal Fenster reinigen. Machen wir erstmal, dass wir hier überhaupt erstmal was raussehen. Warum ist jetzt da das eine Ding schon weiß? Okay. Naja gut, Fenster ist jetzt sauber. Dann brauchen wir... Wie war das hier? Ja, den Mob. So, die Tür. Diese ekelhafte Decke. Und die dazugehörige ekelhafte Wand. Wo bin ich gerade drauf gestanden? Ich will es eigentlich gar nicht wissen. Ich glaube auf die Reifen nur. Okay, machen wir erstmal die Decke sauber. So, Tür haben wir. Dann den Boden. Hier wird auch nicht jeder Dreck angezeigt. Sehe ich gerade auf dem Radar. Hier wird jetzt gar nichts mehr angezeigt. So, Tisch. Die Wand dahinter und hier. Hier diese Regale. Regalbretter auch von unten. Diese Regalbretter. Schön überall. Wischiwaschi machi. So. Was haben wir hier noch? Hier sieht's jetzt soweit in Ordnung aus. Räume den Müll auf. Fenster reinigen. Reinige die Beschmutzungen. Irgendwo fehlt noch eine Beschmutzung. Wir haben hier aber auch nichts auf dem Radar. Ach doch, jetzt habe ich es erfüllt. Zimmeraufgaben, okay. Wunderbar, das kann man aber alles hier nicht so lassen. Das sieht ja furchtbar aus. Wie es hier aussieht. Geht nicht. So, und wie war das? So, mit Ding. Kann hier nicht alles so liegen bleiben, geht nicht. Muss man sauber ordnen. So, das hier. Nee, das legen wir richtig schön nach hinten. So. Also der ist echt eine Sau, wenn der hier das so hat. Beziehungsweise er kennt ja, er weiß ja noch nichts. Er hat ja, glaube ich, auch die Garage neu gekauft, oder? Irgendwie so war es doch. So, das hier. Kommt hier rein. Und das da unten. Das will ich auch haben. Hallo, das da. Na toll, jetzt habe ich hier die Werkbank. Die ist schon gut da, wo sie steht. Ja, tun wir halt mal das Werkzeug, tun wir mal hier rein. Huch, wo kommt der Hammer her? Der kam da auf einmal geflogen. Also, das tun wir hier rein. Diese Schraubenansammlungen. Furchtbar unordentlich. Sowas kann ich gar nicht. Ich kann das so gar nicht lassen. Das geht überhaupt gar nicht. So eine unordentliche... Huch. Ist zwar keine Werkstatt, sondern nur eine Garage, aber das geht trotzdem nicht. Oh, jetzt hat sie alle weggeschoben. Naja, egal. Das muss alles sauber sein hier. So,
was ist mit der Schaufel? Schneeschippe. Ne, das ist eine Schaufel. Die kommt hier hinten ins Eck. So. Na gut. Die Reifen. Die stellen wir mal hier hin. Einfach nur, damit sie... Kann ich nicht auch hoch? Shift, drücken, folgen, Platz wiederherzustellen. Huch. Ich wollte den eigentlich auf den stellen. Ah, okay, so geht's. So, ja, wunderbar. So, den hier auch noch oben drauf. Oh nein, schief. So. Ha, perfekt. So, und dieses Ding. Können wir da unten. Ach, will gar nicht mehr da unten. Naja, gut, dann kommt's halt hier ins Regal rein. So, das kommt dahin. Das war da. Okay, okay, okay. Die Lampe müssen wir kurz outsourcen. Genauso den Schraubenzieher. Den können wir gleich aufräumen. Stehe ich jetzt auf der Lampe? Ja. Da war doch gerade nichts mehr. Kommt das Zeug jetzt her? Der Tisch war doch gerade schon leer. Ich habe doch den Tisch gerade leer geräumt. So, Tisch mal weg. Und dann holen wir die hier. Also, die kommt da unten rein. Die hier kommt hier rein. Und die hier, haben die eigentlich vorne und hinten? Nö, ist egal bei den Dingern, okay. So, die kommt da unten rein. So. Tisch kommt wieder dahin. Tisch passt da nicht mehr hin. Schön. Gut, dann müssen wir erstmal hier aufräumen. Den tun wir hier hin. Säge kommt hier oben rein. Diese hier auch. Schön, dass ich hier auf die Lampe stehen kann. Das ist sehr praktisch, wenn man so eine Lampe auf dem Boden hat, auf die man mal eben so draufstehen kann. So, das hier ist Allerweltsgerümpel. Das irgendwie nicht gerade zu liegen vermag. So, würde ich sagen. Und das kommt dann hier rein. Zack. So, jetzt sieht doch das Ganze nach was aus hier. So, Tisch kommt hier hin. Zack. Und der Tisch kommt hier hin. So, und die Lampe wieder. So. Ha, wunderbar. So muss doch hier der Nebenraum einer Werkstatt aussehen. Licht. Gut. Okay, jetzt geht's hier weiter. Das hier ist Gerümpel. Oh, ein Safe. Schön. Ob da wohl was drin ist in dem Safe? Auto kann man nicht wegräumen. Ist Müll. Aber kann man nicht wegräumen. So. Oh, also dieses Aufräumen, das funktioniert echt sehr gut mittlerweile. Der nimmt echt viel weg. Man muss wirklich nicht mehr jedes einzeln wegsnacken. Haben wir eigentlich Punkte? Nö. Sehe ich das irgendwo? Oh, das neue Tablet. Oh, oh.
Verbesserungen? Mögliche Verbesserungen 0. Schick, schick, das neue Tablet. So, gut. Dann wird mal gemobbt. Ich mag Mobbing. Mobbing ist genau mein Ding. Also zumindest hier im Spiel. So, so, schön, schön. Diese Regalböden mal sauber machen. Denn da kommen gleich die Reifen rein. So, haben wir hier an der Decke noch irgendeinen Schnodder? Ach so, dieses. Da war auch so, da waren auch so halblebige Dinger hier. Kann ich die nicht verkaufen? Ich habe kein Verkaufen-Ding. Naja, gut. Hässliche, kaputte Poster hier. Naja. Gut, den Boden. Boah, also dieser neue Mob, ne? Der rockt schon ordentlich. So, das Auto machen wir auch gleich sauber. Wenn wir schon mal hier sind. Und das Auto einfach gleich mitgeschrubbt. So, hier die Wände. Und die Tür. Ah, hier, das auch. Mach, glaube ich, mal Licht an. Dass man auch den ganzen Dreck sieht. Das ekelhafte, versiffte. So ein siffiges Auto. Aber es ist schon gut, dass wir einfach den Rost mit dem Mob wegwischen können. Finde ich sehr gut. Hätte ich so gerne immer. Dann wäre meine ganze Lackierer-Ausbildung für die Katz gewesen. Dann hätte ich einfach eine Mob-Ausbildung machen müssen. Wunderbar. So, den Safe, den putze ich gleich noch ganz genau. So, dann hier Fenster. Natürlich. So. Fenster sauber. Können wir auch mal öffnen. Reinige die Beschmutzungen. 98%. Also haben wir noch Beschmutzungen. Wahrscheinlich unter dem Auto. Deswegen heben wir das mal an. Und stellen das mal raus. So. Nö. Hier scheint alles sauber zu sein. Können wir das Auto draußen stehen lassen? Ja, ich denke mal schon. Meckert zumindest nicht rum. Ist ein bisschen schief. Wollen wir mal richtig hinstellen. Wir können es auch so in die Garage stellen. Ist dann sein Problem, wie er es wieder rauskriegt. So, ja, das ist gut. Und die Reifen, können wir die oben drauf legen? Nein. Aber hier ins Regal rein können wir die legen, oder? Ja. So. Wunderbar. Dann haben wir hier die dämlichen Schaufeln, Haken und sonstiges Geraffel. Okay, können wir nicht. Und dann halt hier. Und hier. Wo ist es? Ist es weg. Okay. Jetzt ist es unterm Haus. Naja, ist mir auch egal. Waschmaschine? Oh, eine Verbesserung. Guter Mob, Ultra, Hippo Mob, wirft den Müll in Reichweite weg. Haben wir alle drei. Aufräumen 25% schneller, scharfsinniger Blick, Verschmutzungen auf der Minimap. Das ist gar nicht schlecht. Sonst haben wir keine mehr.
Nein, sonst haben wir keine mehr. So, was ist mit der? Warum kann ich die nicht nehmen? Safe kann ich nehmen. Ah, das ist eine Mikrowelle. Das ist überhaupt gar kein Safe. Oh Mann. Ich dachte, das wäre ein Safe. Das ist eine lumpige Mikrowelle. Na toll. So, aber warum kann ich den? Warum kann ich die Waschmaschine nicht nehmen? Hallo, ich will die Waschmaschine nehmen. Hallo, da geht gar nichts. Schließen, das ist das Tor. Reinige die Verschmutzungen. Ich bin noch nicht zufrieden. Stimmt hier oben noch? Hier. Jawohl, da war's. Reinige die Beschmutzungen 100% überall. Gut. Und wie gesagt, wie der das Auto nachher aus der Garage rausbringt. Das ist sein Problem. Wir sind fertig. Und machen jetzt erstmal... Achso, halt. Runter ohne Geräusch. Hoch mit furchtbarem Geräusch. So. Und zu. So, wir machen erstmal eine Folgenpause. Und sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play. Hier. Bei House Flipper. Vielleicht gibt's dann die nächste Garage. Bis dahin, macht's mir gut. Tschüss.